Hallo, herzlich willkommen zu den 12. Datenspuren dieses Jahr in den technischen Sammlungen. Angefangen hat alles 2004, nicht weit von hier, nur ein paar Straßen weiter im Pentagon-Gebäude. Da war das Logo noch ein Fingerabdruck. Dann sind die Datenspuren umgezogen in die Scheune für die folgenden Jahre. Da habe ich mir mal ein Logo rausgepickt, Hands of Privacy. Und dieses Jahr sind wir eben von der Scheune in die technischen Sammlungen weitergewandert, auch mit einem entsprechenden Logo. Das Thema diesen Jahres ist Hackers in the House. Warum, was wollen wir damit sagen? Uns geht's um verschiedene Punkte, die Einfluss auf unsere Privatsphäre nehmen, die uns in unsere Privatsphäre eindringen wollen. Das sind einmal Smart Devices. Smartphones kennen ja die meisten, haben auch schon die meisten. Jetzt gibt's neuerdings Smartwatches. Es soll jetzt auch noch weiter ausgebaut werden mit Smart Home, Vernetzung aller möglichen Dinge. Das Internet of Things, wer so ein bisschen sich mit Elektronik auskennt, wird gerade ganz viel entwickelt in die Richtung Internet of Things. Also alles ist vernetzt, spricht mit jedem. Und da muss man sich dann schon Gedanken machen, inwiefern die Geräte einem wirklich nutzen oder inwiefern sie einen überwachen. Und dann gibt's noch einen zweiten Punkt. Das ist eben, das kam raus vor allem durch Edward Snowden, dass die NSA und auch andere Geheimdienste massiv unsere Kommunikation überwachen, ohne da polizeilich oder in irgendeiner Weise legitimiert worden zu sein. Und da müssen wir neue Grenzen definieren, so wie das früher irgendwann mal mit dem Postgeheimnis gemacht worden ist. So muss es heute auch nochmal verhandelt werden. Und wir sehen hier die Datenspuren als geeigneter Ort, um das zu diskutieren, um Ideen vorzubringen, um sich zu sammeln und dann was zu ändern. Genau. Und dazu gibt's dann verschiedene Vorträge auch. Ein interessanter Vortrag will ich mal herauspicken, finde ich den eCall-Vortrag. Da geht's eben darum, dass dieses Notrufsystem, das bald in Fahrzeugen Pflicht wird für Neuzulassungen, ob das als Datenwanze gesehen werden sollte oder als Lebensretter, weil man wird ja also tendenziell generell ständig der Standort überwacht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das gegeneinander abgewogen wird. Es gibt dann auch noch Vorträge zum NSA-Untersuchungsausschuss und eben eine Menge anderer Vorträge rund um Privatsphäre. Manche sind ein bisschen politischer, manche sind eher ein bisschen technischer. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Ganz neu dieses Jahr sind auch Workshops. Das gab es bisher in der Scheune nicht, einfach auch wegen Platzmangels. Und dieses Jahr bieten wir in einem Raum überwiegend Vorträge an. Das wird das kleine neue technische Theater sein. Wer da Interesse hat zu erfahren, wie man richtig E-Mails verschlüsselt oder welche Kommunikation nach der E-Mail kommt oder Visionen für unsere Stadt, für die Zukunftsstadt entwickeln möchte, der kann sich da gerne in einen Workshop setzen. Außerdem gibt's für Kinder und Jugendliche auch noch eine Station. Das wird zwei von diesen Punkten werden im Erlebnisland Mathematik stattfinden. Das ist die Enigma-Bastelei. Da kann man eine kleine Enigma, so wie sie eben auch von der Wehrmacht verwendet wurde, allerdings die Zivilvariante davon, die echte ist ein bisschen zu komplex, mit einer Pringles oder beziehungsweise Chipsdose einfach basteln und hat dann hoffentlich Spaß beim Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten. Außerdem gibt's nur heute am Samstag einen Lötpunkt, der findet unten im Foyer statt. Der wird von den technischen Sammlungen durchgeführt und da kann man eben das Löten lernen und sich da was zusammenbasteln. Außerdem wird's im Matheland noch eine Sniffer-Installation geben, wo wir zeigen, wie einfach man eigentlich Datenverkehr mitsniffen kann. Wir filtern da nur Bilder raus und stellen diese Bilder in einer Collage dar. Und man kann sich auch erklären lassen, wie das Ganze funktioniert und wie man sich da absichern kann.
Dann gibt es heute Abend noch hier im Turmcafé eine Party. Die startet, also wenn die Vorträge so enden, dann gibt's ein bisschen eine Umbauphase, da kann man hier irgendwo sich hinsetzen, ein bisschen chillen und dann geht's so ab circa 19 Uhr im Café los mit unserer Party. Eröffnet wird die Party mit einer Lesung zu Unterlagen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Ich denke, das kann auch sehr spannend werden. Das macht die Konstanze Kurz, eine der Sprecherinnen des Chaos Computer Club, zusammen mit der Anna Biselli von Netzpolitik.org. Außerdem gibt es dann morgen eine Podiumsdiskussion zum Thema die Grenzen des Geheimen. Da wird unter anderem der Präsident des Landesverfassungsschutzes Sachsen, der Herr Gordian Meyer-Blatt, auf dem Podium sitzen, die Anna Biselli von Netzpolitik.org und die Konstanze Kurz, wieder Sprecherin des Chaos Computer Club. Außerdem wird es noch Lightning Talks geben. Da kann sich auch jeder noch anmelden, der mitmachen möchte. Da bekommt jeder einen Slot von 15 Minuten und kann dort seinen Anliegen vortragen, ein Projekt vorstellen, Mitstreiter gewinnen. Und man meldet sich da über die Homepage. Das ist alles verlinkt. Unter www.datenspuren.de kann man sich da durchhangeln bis zu dem Wiki, wo man sich eintragen kann. Helfen kann man auch noch. Wir brauchen immer noch Helfer. Wir brauchen Helfer, die die Referenten in den Räumen betreuen, die ein bisschen helfen, hier den Laptop anzuschließen, das Mikrofon einzustellen, Dinge zu organisieren, die noch brauchen. Wir brauchen noch Helfer heute Abend für die Party an der Bar. Und man kann sich zum Helfen noch melden unten an dem Infotisch. Da liegt eine Liste aus. Da kann man sich noch eintragen. Wer da irgendwie uns noch unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Außerdem, habe ich ja gerade schon erwähnt, kann man noch mitmachen, selber einen Vortrag halten bei den Lightning Talks. Die ganze Veranstaltung wird von Freiwilligen organisiert, durchgeführt. Es bekommt niemand, auch nur einen Cent. Trotzdem haben wir gewisse Ausgaben, eben um hier die Räume zu mieten, um Technik anzumieten, um das richtig professionell machen zu können. Und wir würden uns da um jede Spende freuen, über jede Spende freuen, die für Netzbiotop Dresden e.V. eingeht. Da könnt ihr auch gerne unsere Helfer unten an der Infotheke oder an dem Infotisch ansprechen. Da gibt's eine Spendenbox. Wir können auch, das wird allerdings auch ein bisschen dauern dann, wir können eine Spendenquittung ausstellen für größere Beträge sehr gerne. Das müsste man dann sozusagen im Nachgang machen. Die Helfer melden sich dann bitte, bevor sie anfangen, auf ihre Station zu gehen, im Foyer an der Infotheke. Da sind immer Leute vom Club da, die können euch dann erklären, was wichtig ist, auf was ihr achten müsst. Generell braucht man keine Vorkenntnisse haben, weder in Video- oder Audiotechnik. Man wird in alles eingeführt, es wird alles erklärt. Das ist heutzutage sehr einfach. Genau, die Lesung hatte ich auch schon angekündigt und dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf den Datenspuren. Mein Nachredner wird der Linus Neumann sein vom Chaos Computer Club, einer der Sprecher, und er wird einen Abriss geben zum Stand der Politik und des Clubs momentan. Vielen Dank und viel Spaß.